Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kukubra Box von Capital Bra. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kukubra von Capital Bra, das Ganze aus dem Jahr 2016. Es ist das Debütalbum von Capital Bra. Und dieses ist in Boxform erschienen. Wir haben hier einmal diesen guten Mann hier sitzend. Den sollte jeder von euch kennen. Und zwar ist das hier Wladimir Putin. Der gute Mann trägt hier eine Kopfbedeckung mit Kuku-Aufschrift. Eine dicke Goldkette, auf der lesen wir Capital. Darunter haben wir in diesen verschlungenen Buchstaben Kukubra. Und Herr Putin sitzt hier vor einem Holztisch. Einerseits haben wir hier einen roten Knopf. Da dürfte irgendwas ausgelöst werden. Auch hier lesen wir Kukubra. Und dann haben wir hier eine Karte von Europa, speziell Deutschland. Und genau hier am Punkt von Berlin ist eine Fahne eingesteckt, eine Berliner Fahne. Ja, ansonsten der Raum hier etwas düster. Wir haben hier im Hintergrund weiße Sesseln, weiße Stühle stehen. Und hier oben noch eine Deckenbeleuchtung. Ansonsten hier alles ziemlich düster und schwarz. Auf der unteren Seite lesen wir das hier. Rechts ist in diesem Fall blank schwarz. Links ebenfalls. Oben dann nochmals Kukubra. Und auf der Rückseite, obwohl das Boxformat hier quer ist, haben wir das Ganze dann hier unten. Haben wir dann noch die Credits und einen Barcode. Das Ganze damals über Baba City erschienen. Also ihr müsst euch vorstellen, Capital Bra, nachdem er bei Rap am Mittwoch ja so durchgestartet ist, ist er dann direkt mit diesem Album bei Baba City erschienen. Und das ganze Album wurde damals noch von den Hijackern produziert. Wir schauen mal hinein. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir ein Shirt, einen Sticker und ein Poster. Von innen die Box glatt weiß. Das ist eine reguläre Klappbox. Machen wir mal zur Seite. Und nachdem hier das Shirt noch in Folie ist, werden wir das hier mal rausholen. So. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also das Albumcover wie auch schon das Boxcover gestaltet. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Hier auf der Seite lesen wir dann auch wieder Kukubra. Und vielleicht noch ganz kurz was zu dem Albumtitel. Kukubra, also Kuku, das erste Wort, das ist eine Redensart, speziell bei den Albanern verbreitet. Und das bedeutet so viel wie Achtung, beziehungsweise guck mal. Oder es kann aber auch positiv gemeint sein. In diesem Fall heißt dann so viel wie gut gemacht oder ja Respekt, also gute Leistung. Und das zweite Wort, Bra, das ist die Kurzform vom russischen Wort Bratan, was so viel wie Bruder bedeutet. Also speziell dieses Wort ja sehr, sehr exzessiv bei Capital Bra verwendet. Gut, auf der Seite haben wir dann auch Capital und Kukubra zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben insgesamt 20 Tracks. Also das ist echt unfassbar viel. Gerade für ein Debütalbum 20 Tracks ist eine Menge. Wir haben hier Features von Olexesh, King Khalil, Massiv, K.A., nochmals Khalil und nochmals Khalil. Und dann haben wir auf CD2 noch die Instrumentals zum Album. Hier unten haben wir dann wieder die Credits und einen Barcode. Gut, wir schauen mal hinein. Als erstes werfen wir natürlich mal einen Blick in das Booklet. Wenn wir es rausbekommen. So, aber jetzt. Einmal haben wir hier Capital Bra vor einer weißen Wand abgebildet. So wie man ihn damals kannte, klassisch in dieser schwarzen Jacke mit Gucci Cap, die er heute noch trägt teilweise. Dann hier über beide Seiten ein Capital Schriftzug
in weiß mit rotem Licht. Die Faust und die Kapuze über der Cap, hier auf einem Dach mitten in Berlin. So sieht das aus. So sieht das aus. Hier im Hintergrund sieht man auch noch den Alex, den Fernsehturm. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits auf der letzten Seite. Also hier die ganzen Beteiligten. So sieht das aus. Und hier dann natürlich wieder die Credits. Ja, und hier noch das angesprochene, also das ganze Album produziert, aufgenommen und gemixt von den Hijackers. Sehr schön. Dann kommen wir zu den CDs. Wir haben hier einmal CD1, klassisch in Schwarz und Weiß gehalten. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir dann CD2. Auch wenn das jetzt hier nicht draufsteht, aber hier befinden sich, wie gesagt, die Instrumentals. Dann haben wir hier wieder diese weiße Wand. Machen wir mal wieder zu. Und dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier ein Sticker. Und dieser Sticker ist im Format A5. Also ist so eine etwas größere Postkarte vom Format her. Und hier haben wir dann auch wieder das Cover in dieser, also in der rechteckigen Darstellung, in der Seite. Also ziemlich so wie auch das Boxcover. So sieht es aus. Ist von der Optik keine Glanzsache, also ist nicht so im Hochglanz, sondern ist mehr so matt, wie ihr sehen könnt. Sticker ist einer dabei. Dann haben wir ein Poster. Das ist relativ klein. Hier oben lesen wir einmal Kuku Clan, links oben. Rechts oben haben wir dann Kuku Bra und darunter Kapital. Also das ist vielleicht auch noch ganz spannend, damals hieß er ja wirklich nur Kapital anfangs. Da war das Bra noch nicht dabei, da hieß er wirklich nur Kapital. Und eben dieser steht hier wieder auf dem Dach in Berlin. Das Foto kennen wir schon aus dem Booklet. Und jetzt haben wir es hier als Poster im Querformat. Das Poster ist einseitig bedruckt. War auf jeden Fall in meinen Augen die richtige Entscheidung, den Künstlernamen etwas zu ändern, denn das Problem ist, Kapital, das Wort an sich, spezieller mit C geschrieben oder auch mit K, ist ja auch Kapital im Englischen, Capital, und speziell, wenn man das zum Beispiel googeln möchte oder generell für die Online-Präsenz ist das ziemlich mühsam, wenn man dann nicht sofort den Rapper findet, sondern irgendwie Finanzdienstleister oder vielleicht irgendwelche Hauptstädte oder andere Sachen, die mit dem englischen Wort Capital in Verbindung stehen. Daher war es meiner Meinung nach absehbar und überfällig, dass man das Kapital irgendwie etwas erweitert hat. Gut, so viel dazu. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch hier ein Shirt mit dabei. Das Shirt in Schwarz und Weiß. Wir haben hier wieder auf der Brust den weißen Schriftzug Kuku Bra im Brustbereich. In diesen geschwungenen Buchstaben und darunter dann Kapital. Ansonsten hier nichts weiter, wie gesagt, komplett in Schwarz ansonsten. Auf der Rückseite haben wir hier auch nichts, also kein Neckprint, nichts dabei. Und wir haben es zu tun. Was lesen wir hier? Natürlich einmal Gilden Softstyle. Das Ganze ist 100% Baumwolle und Made in Bangladesch und kommt in der Größe L. Ja, Made in Bangladesch, Grüße gehen raus. Und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in Größe L. Dann haben wir das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Dieser Sticker im Format A5, also Querformat. Und natürlich das Album an sich, Kuku Bra inklusive Instrumental CD. 20 Tracks sind da mit drauf. Plus 20 Instrumentals. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Kuku Bra von Capital Bra.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Capital Bra unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.